Wer eine Waffe legal besitzt, muss dafür bereits seine Zuverlässigkeit nachweisen. Die Wegnahme des Waffenscheins ist ein Eingriff in Grundrechte, für den es einer Rechtsgrundlage bedarf, eigentlich. Die neue Herrschaft des Verdachts hat zudem eine politische Schieflage. Das rechte Vorfeld wird genauestens vom Verfassungsschutz, dem Deutschen Inlandgeheimdienst, beobachtet. Das linke Vorfeld bezieht unterdessen großzügige Förderungen vom Staat. Hey, das, was ist mit dieser Frau? Die ist ja fähig. Und die Arbeit bei der NZZ? Ich habe kognitive Dissonanz.